Moin und willkommen zu Sondelsüchtig. Ich bin heute mit dem Ralf unterwegs. Sportlich uns betätigen auf dem Sportplatz. Kann man so sagen, ja. Denn schließlich gehen wir buddeln. Ich habe meinen AD Max dabei, der Ralle hat den AD Pro. Genau. Und ja, wir gucken mal, was hier geht. Da hinten sind ein paar Kiddies, die werden uns dann wahrscheinlich zwischendurch überfallen. Aber wir schauen mal. Vielleicht kommt ja irgendwas genau. Feines. Jo. Also, ich würde sagen, nicht lange schnacken. Wir legen los. So, das war's. Das war einfach. Kriegst du hin. So, 77, vor der Rutsche. Und ein Kollege hat gesagt, der hat den Platz hier schon durch, also hier wird nichts mehr liegen. Und solange er da ist, was ist das denn hier schon wieder? Was ist das? Ein Stück von irgendwas. Hm. So, 73er. Das klingt ein bisschen nach Geld. Da gucken wir mal rein hier. Ha? Also, ich hoffe jetzt mal auf 10 Cent, weil bis jetzt sind die Funde natürlich nicht so prall. Bis auf Schrott war auch hier nichts. Aha. So, 20 Cent. Guck mal hier, kannst du. Hier, du brauchst gar nichts hier. Da, guck, da kannst du. Ah, 76. Also, klingt wie 50 Cent. Und der Dicke hatte recht, 50 Cent. Ich liebe das immer, wenn Leute aus der Kamera rennen. Ja, so. Also Ralle hatte einen 70er, 71er, ich sag, das sind 10 Cent und ich habe selber 51, 52. Bei mir tippe ich auf eine Abziehlasche. Zehn? Oder 20? 10. So, okay. Ich sag doch, vertrau mir. So kann man sich auch über Kleinigkeiten freuen. So. Meine liegt, glaube ich, zu tief hier. Ja. Oder nicht richtig getroffen. Ne, noch ein bisschen weiter hier drüben. Ja, hier. Ah, ich hatte kein Recht bei mir. Aber es ist auch Blech. So ein typischer 62, 63. Ist halt die Frage, was das jetzt ist hier. Ich tippe mal auf alte Abziehlasche. Kann aber auch Geld sein. Ich glaube Euros oder 2 Mark. Ich bin echt nicht mehr sicher. Liegen auf jeden Fall auf dem Leitwert. Oh, wir haben einen Regenwurm umgebracht. Gibt wieder Ärger. Siehst du, sei doch 20. Fuffi. Siehst du, läuft doch. Und das meine ich ja, wenn du das unterscheiden kannst, dann macht das viel mehr Spaß. Oh, noch einer. Habe ich mich verhauen hier? Also ich. Nee, nichts verhauen. Da oben in der Ecke sitzt es. Ein Deckel. Oh, ein Flaschenring, wie mies. Und der Profi voll ab. Oh, 75er. Ein was? Ein Nagel? Einen wunderschönen Nagel hat er. Ja, siehst du, kannst du noch verkaufen. Und flapp. Aber ich würde natürlich auch mal gerne
So, mal gucken hier. Wieder ein Deckel. Naja, wenn ich die Deckel finde, kriegt Ralle wenigstens was Schönes. Bitte was? Ja, nix. Gebuddelt, das heißt, bei mir muss jetzt was Gutes kommen. 62, 64, also wie immer, alte Abziehlasche oder eine Münze. Da, 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 da. Oh, ich glaube, ich habe was angeschnitten. Oder es war... Ist das so ein Matsch hier? So. Also obwohl ich die Sens runter habe, geht der echt tief. Das ist... Geht noch weiter runter hier. Und was hast du gerade gekriegt? Abgefüllt in Stadthagen. Oh, cool. Zeig mal. Wir haben damals schon Raubkopien gemacht. Coca-Cola. Aber abgefüllt in Stadthagen. Ich hab's nicht abgefüllt. Sachen gibt's. Ich habe auch Schaumburger Brauerei gerade schon. Ah, 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 was habe ich immer gesagt auf 64? So, da sind 2 Euro. Auf 64, da wo die alten Abziehlaschen sind. So, ein 72er. Klingt wieder nach Geld. Da hinten auch, was hast du? 79,82. Sehr schön. Also das ist Wahnsinn, wie tief die Münzen hier liegen. Oh, oh. Irgendwas hat er angeschnibbelt. Also die, gerade die 2 Euro, die lagen auch richtig tief schon. Das ist draußen. Nee. An der Seite. Und in der Ecke. Hier irgendwo muss es sein. Das ist gar nicht. Ich glaube, ich habe was gesehen. So, da ist es drin. Das heißt, wir können hier doch schon mal wieder schließen. Hier ist er drin. Dann lag es ganz oben wahrscheinlich. Oh, da sind sie. 20 Cent. 20. 51 und knacken. Das ist eigentlich nicht so berauschend. Okay, kein ganz sauberer 58er, also kein typischer Abziehlaschenbereich. Aber vielleicht ist es krumm oder was weiß ich. Oder es ist was Feines. Wie gesagt, erst eher auf Abziehlasche. Ja. Ja, wie man sehen kann, ist auch hier auf dem Sportplatz der Max ruhig. Ich habe ausdiskriminiert bis 44, weil ich, wie gesagt, so ganz kleine Goldkettchen hier nicht kriegen würde. 50, 52. Das spricht für eine Abziehlasche. Ich hoffe, wir erwischen sie. Oh! Da, von wegen Abziehlasche. Ist das ein Euro? Oder ist das eine Mark? Das ist eine Mark. Ha. Also, eine deutsche Mark.
Jo, eine Mark. 88,90. Also ich traue dem Braten nicht. Das wird wahrscheinlich ein Aludeckel sein. Es könnte auch ein Silberring sein, aber ich halte ein Aludeckel für realistischer. Also schauen wir uns das Ganze mal an. Aber das sind natürlich die Signale, die wir am liebsten hören. So ein schön 80er, auch auf dem Feld. Was ist das denn? Oh, ich habe auch ein Auto. Ha! Ich habe auch ein Auto. Nein. Doch. Was für ein? Eins mit vier Rädern. Cool. Okay, das zählt auch als guter Fund. Super. Würdest du bitte meinen Zuschauern nochmal sagen, was genau das war? Sag. Das war ein Kupferrohr. Wir haben also ein Kupferrohr gefunden. Das wollen wir nicht. So, jetzt gucken. Was denn? Oh. Kleines Träumerle, hä? Ja. So. Irgendwo hier. Da. 60. Ne, auch eine Abziehlasche, glaube ich. Nee. Für 10 ist zu niedrig. Reif der Kupferrohrfinder. Oder nicht? Oder dann, ach, da. Schon wieder so ein Scheißring. Oh. Ein 75er. Das ist ein Geräusch, was ich haben will. Das klingt schon eher nach Geld. Den Abzieher schon Buddelkammer habe ich jetzt genug gesammelt. So, schauen wir mal. Nein, ein 60er Leitwert. Hier in der Kante ist es drin. Hä? Oh, nee, oder? Du Sau! Cool! Warte, ich komm gleich. Der Ralf hat einen Taler gefunden. Ich habe auch einen Taler, aber... Macht nichts. Aber ich hab einen Taler von heute gefunden. 50 Cent. Das wird Abziehlasche 870 sein. Aber wir haben ja gesagt, wenn wir schon hier drauf dürfen, dann nehmen wir natürlich auch den ganzen Schrott mit. Und das machen wir natürlich auch. Bitte? Nee. Das wird auch wieder nur eine Abziehlasche sein. Da ist sie schon. Siehst du? Ja, weil die Leute die Sachen wegschmeißen, ne? Leider. Die schmeißen es weg und wir finden es. Oh! Was ist es? Ein Fünfer. Jawohl, echt jetzt? Oh, so muss das laufen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob es auch wirklich einer ist. Auf wie viel kam da rein? 60? Kurz vor 60? 63, eine Münze. So, das wollten wir heute haben. Das ein bisschen sauber machen. Sehr schön. Vielleicht ist eine Gravur drin. Ja, guck mal. Oh ja, guck mal, Mensch. Ja, sag mal nicht, nicht, dass einer sagt, ich habe ihn verloren und dann die Gravur drin steht. Ab ins Fundbüro damit. Sehr schön. Ja, deswegen sind wir auf dem Sportplatz. So sieht's aus. Schön. Ah, das wird vor 80er sein, glaube ich. Ja. Da hat man diese... Ja. Ja, obwohl... Ich muss ja mal gucken, was drin steht. Ja, ja. Ja, siehst du, sag ich doch. Ja, ja. Von der Gravur her. Passt. Wunderbar. Also, der Name und alles steht drin. Bitte? Dafür gibt's erstmal richtig ein. Die Macht des Garrett. Jo, so sieht's aus. Schön, das freut mich. Das war, zwei identische Signale. Einmal hier. Da ein 63er, so wie sein Goldring gerade. Und hier ist auch noch was.
69. Wir gucken mal. Also, 63 irgendwo hier. Also, wie gesagt, in den meisten Fällen, außer bei Ralf jetzt, ist es eine alte Abziehlasche oder ein 2-Euro-Stück. Und kein Goldring. Herrlich. Nein, das ist ja nur realistisch. Das ist ja in den meisten Fällen so. Man muss auch gönnen können. Du hättest dich ja genauso für mich gefreut. Du hättest mich niedergeschlagen, hättest sie mir weggenommen und wärst weggerannt. Auf Wiedersehen. Hier ist es drin. Da ist was. Hier irgendwo ist. Ich hab auch was Goldenes. Nein. Doch, ein Deckel. So. Also. Für mich gibt es dann heute nur Deckel. Aber jetzt gucken wir da drüben nochmal. Jetzt gucken wir hier drüben. Wo ist es? Hier. Das wäre es ja jetzt echt gewesen, ey. Ach, ist das schön. Und seine Frau hat gestern noch gesagt, ohne Schmuck braucht er nicht nach Hause kommen. Oh, ja. Ah. Oh, hier ist es drin. Hier auf der Ecke. Und noch ein Deckel. Tada, Jägermeister. Da steht immer Jägermeister drauf. Ja, ein ziemlich komischer Ton. 63. Klingt nicht so sauber. Ich habe heute echt Deckeltag. Also das werden 10 Cent sein, denke ich mal. Oh, ich hoffe es nicht, dass es wieder ein Klopfmilchdeckel ist. Jetzt kommen sie mich schon holen. Also relativ weit oben. Da ist was. Halt, hier geblieben. 1 Euro. Was hast du denn? Komm doch mit jetzt hier. Und heute hier. Ralf hat das Glück gepachtet, glaube ich, heute. Ich weiß auch nicht, was hier los ist, du. Ist doch geil. Tatsache. Sieger der. Ach, so eine Anstecknadel oder was? Ja. Oh, die sieht aber gut aus. Sieht toll aus, ne? Wahnsinn. Steht hier. Oh, hier steht doch irgendwas mit Lippe sogar. Ja, Sieger der. Musst du mal richtig sauber machen. Sieger. Und das nächste, ja. Das kannst du nicht mehr lesen. Ha. Da wird mal ein Flug drüber. Hammer, ey. Läuft, ne? Cool. Guck mal, dafür gibt's noch einen. Schon den zweiten nur für dich hier heute. Schön. Ja, das soll's gewesen sein für heute. Wir waren ja relativ fleißig. Der AD Pro hat heute richtig gut abgeräumt. Ja. Ne? Bist absolut. Bist du zufrieden? Hundertprozentig. Super. Wer hat denn dir den AD Pro empfohlen? Stefan. Ja, der Ralle hatte mich damals gefragt und da ich ja zu der Zeit den AD Pro gelaufen bin, was soll ich weiter empfehlen? Also, ne? Man sieht aber auch, dass teures Gerät nicht besser findet. Man muss halt wirklich über etwas laufen, das was da ist. Das ist Fakt und das sage ich immer wieder. Genau. Also ganz großer Teil bei unserem Hobby ist Glück. Ein bisschen ist bei mir gekommen. Ich zeige euch gleich die Nahaufnahme mit ein paar Münzen. Ich habe ein Auto gefunden. Und ja, Ralle hat natürlich auch 2 schöne Sachen gefunden. Einmal einen Goldring. Da gucken wir gleich noch, ob wir was in Erfahrung bringen können hier, genau, im Sportheim.
Und ja, noch irgendwie so ein Ding mit Hakenkreuz, das habe ich auch noch aus der Nähe. Und der Taler. Und der Taler, Mensch, den Taler hat er auch noch gefunden. Ja. Ja, also. Super. Den schneide ich heute raus. Super Tag. Also das habe alles ich natürlich gefunden mit dem 18 Max. Ach so, jetzt soll ich. Ja, genau. So, jetzt seht ihr Kinders. Nein, es ist wie es ist. Also in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Ich zeige euch die Dinger noch aus der Nähe. Und ja, ich will sagen, immer sonderlich bleiben und allzeit. Gut Fund. Oh, gut Fund.